Einst wurde unser armes Österreich von ein paar finsteren Gestalten regiert. Wie zum Beispiel diesem. Oder diesem. Oje, der war ja auch dabei. Und der erst, ach. Und die kleinen Leute wie du und ich, die haben schrecklich darunter gelitten. Was mich fragst, sind die Politiker alle Ding? Ja, das Parlament privatisiert. Richtig. Bis sich der liebe Gott erbarmte und uns jene Lichtgestalt schickte, auf die wir so lange gewartet hatten. Na, was ist denn? Na, Seifenstein. Was ist? Können wir das mal weiterkommen? Für mein Land zu regieren. Zu viel, was ist? Vorwärts. Und dann passierte das. Meine Damen und Herren, willkommen zur ersten öffentlichen Audienz unseres geliebten Kaisers. Wenn seine Majestät nun gleich durch diese Türe tritt, dann beginnen wir mit einem kräftigen Applaus, rufen hoch und vivat, um ihm so unsere Zuneigung nahezubringen. Auf ein Zeichen von mir endet der Applaus. Und wir singen gemeinsam die Kaiserhymne. Seine Majestät Robert Heinrich I., Kaiser von Österreich. Endlich wieder eine Hymne, die man frohen Herzens singen kann. Wo es nicht um Töchter und Söhne und andere Unwichtigkeiten geht, sondern allein um ihn. Und als zum ersten Mal seine Stimme erklang: Geliebtes Volk, liebe Untertanen. Wir, Robert Heinrich I., durch Gottes Gnaden Kaiser von Österreich, haben uns dazu entschlossen, unsere Audienzen öffentlich abzuhalten, damit das Volk am Glanz unserer Regierung teilhaben kann. All jenen im Auditorium, die sich darüber wundern, warum wir jetzt wieder eine Monarchie, einen Kaiser haben, sei gesagt, es war höchste Eisenbahn, bitteschön. Wer soll es denn richten? Wer außer uns? Das Parlament? Diese Patzer. Also, kurz gesagt, wir sind die österreichische Antwort auf eine Frage, die niemand gestellt hat. Und deshalb sind wir... Wir! Da wussten wir, jetzt wird alles gut. Doch es war ein harter, ein steiniger Weg bis dahin. Und unser Kaiser war unerschrocken, die Sümpfe und sauren Wiesen trocken zu legen. Und was fand er da? Oh weh. Also Strache, er ist... Da? Ja, wir müssten lügen, wenn wir sagen, wir freuen uns. Ne? Und dafür ist die Freude ganz auf meiner Seite. Ja, das ist so verständlich. Ne? Was hat er denn da? Ein kleines Geschenk für Eure Majestät. Ja, so. Kaiserthron statt ORF-Pension wäre eigentlich das Richtige. Wir für Robert Heinrich, wir wollen ja, dass Sie weiter am Thron auch sitzen bleiben. Wir haben jetzt nicht zugehört. Seifenstein. Majestät. Integrieren Sie den Strache ein bisschen in die Gesellschaft. Sagen Sie ihm, dass man bei Hof nur redet, wenn man gefragt ist. Zu Befehl, Majestät. Bei Hofe reden wir nur, wenn wir gefragt sind. Zu Befehl. Ja. Das kann er. Fast, es hätte eine paramilitärische Ausbildung sein. Er
will Bürgermeister werden. In Wien. Er will Wien verändern, Wien verbessern. Sehr verstanden? Majestät! An welcher Stelle liegt Wien jetzt bei der Lebensqualität derzeit? Majestät, gegenwärtig auf Platz 1. Wien ist also die lebenswerteste Stadt der Welt. Korrekt, Majestät. Und das will er ändern. Eure Majestät. Eure Majestät. Man muss bei dieser Studie dazu sagen, dass diese Studie die Manager beinhaltet. Und für Manager ist die Stadt Wien die lebenswerteste Stadt, bei der sie es leisten können. Ein großartiger Stimmenimitator. Der klingt aber wie ein Kärntner mit oberösterreichischem Migrationshintergrund. Großartig. Bravo. Ich bin ein gutes Integrationsbeispiel. Eigentlich ist diese FPÖ gegen was, immer gegen. Muss einmal für etwas sein. Wir haben Vorschläge, Seifenstein. Hofbittsteller, bitte. Ein bisschen nett sein, zum Beispiel Sozialleistungen für Zuwanderer. HC hat euch lieb. Er redet immer so schier, als ob das schlecht wäre, dass wir Ausländer da haben. Stache, das ist ja ein Blödsinn. Das ist ja ein vollkommener Schwachsinn, sowas. Das Wiener Schnitzel ist aus Mailand, das Gulasch ist aus Ungarn, der Kaffee und die Kipferl sind aus der Türkei. Was ist schlecht daran? Schmeckt. Sie als grüne Politikerin ist ja am Klimawandel sehr interessiert, ne? Der viele CO2-Ausstoß. Jetzt haben wir dieses Parlament mit diesen vielen Reden. So viel CO2. ein kleiner Vorschlag von uns. Wir haben uns da was überlegt. So ein Reduktionsplan. Ja, genau. Sie schaut auf null vielleicht. Sie schaut als Juristin, wie sie das Parlament abschaffen kann. Das haben wir ja schon einmal gemacht, nicht wahr? Sie reduziert den CO2-Ausstoß der Politiker und ich verspreche ihr hiermit 3 autofreie Tage in der Woche. Ich habe mit der Fiaker-Innung schon alles besprochen. Die führen uns herum. Ich weiß, ich darf das Angebot nicht ausschlagen, nur ich bin, glaube ich, unverschämt. Sie wissen ja, diese modernen Frauen. Ja. Schaut da auch ein Ministeramt heraus? Sie wissen, schau, die Grünen, die kommen ja so schwer in die Regierung. Das wäre ja eine große Lobatka, wir haben ihn herbestellt, weil wir voll der Sorge sind wegen der Europameisterschaft im Fußball nächstes Jahr. Was hat er denn unternommen, dass wir die auch gewinnen? Die Sorge kann ich teilen. Ich habe nachgedacht, was wir tun können. Ich brauche Ihre Hilfe. Die Stockschützen waren jetzt sehr erfolgreich. Die haben einen guten Präsidenten, den Prinz Vinz. Den Prinzen Vinzenz von und zu Liechtenstein. Die sind zielsicher, schusssicher. Die müssen wir holen in die Nationalmannschaft. Er wird Trainer und die schießen mit. Dann gewinnen wir es. Unter uns haben sie was getrunken. Wir haben uns natürlich Gedanken gemacht und damit gerechnet, dass er als Sportstaatssekretär nicht allzu viel unternehmen wird können, dass unsere Fußballer erfolgreich sein werden. Deswegen folgendes Edikt ergeht, Seifenstein. Sämtliche Spiele der österreichischen Nationalmannschaft auf unserem Boden haben in Zukunft in Kitzbühel stattzufinden. Auf der Streif. Wobei das österreichische Tor am oberen Ende der Mausefalle aufzustellen ist. Wir machen uns ein bisschen Sorgen um seine Beliebtheit. Er hat ja Beliebtheitswerte von einem tschechischen Atomreaktor. Was soll man da machen? Er ist ja eh ein repassierlicher und er ist ein fescher Kerl, muss man schon sagen. Wie oft geht er denn zum Solarium? Der schaut ja bald so aus, wie die Leute hier rausschmeißen will. Ja.
Also er ist ein sehr gepflegter Mensch. Also wie oft geht er ins Solarium? Aber Eure Majestät, seit wann gibt es im Kaiserreich Solarien? Ich war im Süden des Landes, im Fürstentum Carinthia, und dort scheint die Sonne fast andauernd, und da würde Ihnen auch nicht schaden, einmal Urlaub zu machen, um diese kaiserliche Blässe etwas abzulegen, die Sie auszeichnet. Seifenstein, offensichtlich hat der Herr Westenthaler die erste Audienz nicht gesehen, sonst hätte er gewusst, dass Kärnten jetzt schon Nordslowenien heißt. Ne? Schmidt, Sie ist für eine offene Gesellschaft, wie muss man sich das vorstellen? Ja, jedenfalls anders, als wir sie jetzt haben. Richtig. Das ist schon einmal ein wichtiger Zugang. Richtig. Und dass jeder so leben darf, wie er will, und nicht dauernd irgendwelche Vorschriften kriegt. Und dass man sich daran freut und dass man Respekt für die anderen hat. Und dass man die Türen nicht dauernd zumachen an unseren Grenzen, die es theoretisch eh nicht mehr geben sollte. Ja, aber da muss ich uns dann eine Frage beantworten. Wenn wir so eine offene Gesellschaft haben, ja, wer sagt dann den Leuten, dass sie auch einmal ein bisschen brav sein müssen? Ja? Wir haben ja 6 Kinder, ne? Ja. Also viele Kohlsprossen quasi. Ja. Sechs Kinder. Seifenstein, wie heißt denn der Kleinste? Wolfgang Schüssel, Majestät? Ja, richtig. Das ist der Julian, der Jüngste. Ach so. Der ist bekannter als ich, der ist ein Fotomodel gewesen. Ja, jetzt ist er das Künstler. Das haben wir schon gehört einmal, ne? Der wird Sie malen, wenn Sie wollen. Wirklich? Hoheit. Und wie kommt jemand, der mit Ihnen verwandt ist, dazu, ein Fotomodel zu werden? Er ist ja ein gebürtiger Südtiroler, ne? Ja. Was für einen Job haben wir da vorgesehen für den Kohl? Majestät, wir könnten ihn ernennen zum Kreuzritter für die Wiedervereinigung des Heiligen Landes Tirol. Na weiß, dann erhebe sich! Wir heben uns alle. Kohl, hiermit ernennen wir ihn zum Kreuzritter für die Wiedervereinigung des Heiligen Land Tirols. Darf ich eine Bitte äußern? Ja, wenn er die Insignien seiner Macht aufsetzt, sicher. Aber vor dem Kaiser darf man doch keinen Hut aufsetzen. Bei Ihrer Frisur dürfen Sie alles aufsetzen. Wie viele Mandate haben die im Parlament überhaupt, Seifenstein? Majestät, bei der Nationalratswahl 2008 gewann das BZÖ 21 Mandate und war somit die viertstärkste Fraktion vor den Grünen. Das war eine Erbschaft, Seifenstein. Korrekt, Majestät. Ja, wenn er um und um rennt mit der Frisur vom Karl-Heinz Grass, und er braucht er. Wenn Sie den Vergleich ansprechen, ja? In der Evolution ist es doch so, dass jeweils der Jüngere den Älteren ähnlich schaut. Ja? Ich bin 1,5 Jahre älter. Dann machen wir ein Foto von dem Gras. Befehl, Majestät, Hofbildstelle. Also ich kann keine Ähnlichkeit erkennen. Na oh ja, er schaut ein bisschen aus wie Ihre jüngere Schwester. Mit der Wahlwerbung, die die machen, was haben Sie da in Oberösterreich aufgeführt? Was haben Sie da plakatiert, Seifenstein? Majestät, in Oberösterreich war Ursula Haubner plakatiert mit dem Text: Weil sie weiß, was er wollte, wissen wir, was wir an ihr haben. Seien Sie uns nicht böse, aber bis das der durchschnittliche BZÖ-Wähler verstanden hat, sind die Wahllokale zu. Politik muss auch anspruchsvoll sein. Aha. Und ich glaube, diese plakative Werbung war eine anspruchsvolle Versuchung.
Genauso anspruchsvoll wie das, was sie in Vorarlberg gemacht haben. Was war das? Verstanden wir das? Es steht auf diesen Plakaten stand, wir passen auf dein Kärnten auf. Ja, da darf ich vielleicht ergänzen. Es gibt in Vorarlberg tatsächlich 15.000 Kärntnerinnen und Kärntner. Die sind... eine Minderheit, ne? Seifelstein, wie ist das politisch korrekt? Dann muss man sagen, die Grüninnen? Oder die Grünetten? Oder wie sagt man das? Weißt du, vielleicht möglicherweise die Grünlein. Die Grünlein. Wunderbar. Die Grünlein. Also bei der Partei die Grünlein. Verkleinerungsform stimmt ja auch, ne? Also wir machen uns wirklich Sorgen. Die Frauen übernehmen das Ruder in der Partei und die Männer haben überhaupt nichts mehr zum Reden. Wir sind für die Gleichberechtigung. 50-50. Seifelstein, wir müssen ihn ein bisschen pimpen. Junen wir den Oellinger, damit er ein echter Mann wird wieder. Zu Befehl, Majestät. Vormärz. So. Schaut, dass er jetzt kein Hemd anhat, sonst könnte er sich's aufknöpfeln ein bisschen. Ah, schade. Ja? Dann täten wir das Kreuz auch ein bisschen eleganter. Ja, das T-Shirt ausziehen vielleicht. Ne? Ja. Ja. Ja, ja. Kommt gut. Ja. Ja. Und jetzt noch. Boah, kann ich nicht reden. Ja, da fehlt noch was Männliches, Seifelstein. Noch was Männliches, was wirklich Männliches. Verstehe, Majestät. Biedermeier. Ja. War er beim Bundesheer? Weiß er, was das ist? Okay. Ja? Was ist das? Ein STG 58, Meister. Richtig? Ja, ja. Wir haben schon befürchtet, er sagt, das ist eine Glawischnikow. Nach so viel anstrengender Arbeit gönnte sich unser lieber Kaiser ab und an eine kleine Leidenschaft: die Jagd. Und? Seifelstein? Haben schon was entdeckt? Bedauere, Majestät, ich kann zurzeit weder Hoch- noch Niederwild- noch Schwarzwild ausmachen. Lediglich da hinten, auf der Lerche, trillert der gemeine Pirol sein Lied. Das Interessante an dieser Spezies ist... Seifelstein. Pardon, Majestät. Blas uns zur Jagd, Seifelstein. Zu Befehl, Majestät. Was ist denn? Haben wir ihm eigentlich schon erzählt, wie wir damals diesen Bären erlegt haben? Das Fell liegt jetzt in St. Anton, in unserer Skihütte. So groß, könnte eine ganze Pistenrappe damit abdecken. Vormärz! Treffer, Majestät! Ein Meisterschuss genau aufs Blatt! Dort, Majestät! Treffer, Majestät! Ah, richtig. Ja, du Isodon! Du Isodon. Majestät, dem Namen nach ein offensichtlich prähistorisches und womöglich hochgefährliches Tier. Ich rate, Majestät, zu höchster Vorsicht. Majestät. Sind Majestät und bereit, das Wild zu erlegen? Ja, schon seit Stunden, aber ja, kein Viech in Sicht. Ja, Majestät, das ist heute irrelevant. Ja.
Gottes Heil, Eure Majestät. Treffer, Majestät! Ja, genau. Leutnants Dank! Blattschuss? Das ist heute irrelevant. Seifenstein! Ja, braves Burli! Braver Seifenstein! Ja, braves Burli! Ja, so brav ist der Seifenstein! Majestät, haben einen Hund Seifenstein getauft? Ja, ist doch praktisch. Da brauchen wir uns nicht so viele Namen merken, was? Bei allem nötigen Respekt, Majestät, ich muss auf das Schärfste protestieren. Also, wenn wir gewusst hätten, dass Sie das so stört, Seifenstein. Das tut es, Majestät. Dann hätten wir das natürlich nicht gemacht, nicht? Aber wir haben uns nur gedacht, sind Sie uns nicht auch treu? Treu ergeben? Sind Sie nicht auch immer für uns da? Na, weißt du, dann beweisen Sie es. Hol's ein Beutel. Zu Befehl, Majestät. So ein braver Seifenstein. Viel braver als der andere. Viel braver. Deswegen kriegst du auch den Kaviar und er nicht. Von seiner Majestät voller Sorge zitiert, weil er sich komischerweise überhaupt noch nie bei uns gemeldet hat. Der Baumeister Richard Lugner. Neustern! Unser lieber Kaiser empfing aber nicht nur Politiker und andere unliebsame Zeitgenossen. Zu ihm kamen auch allerlei bunte Vögel und ein Unglücksrabe. Jetzt hat er ja diese Sendung in diesem anderen Fernsehen. Ja, ja. Gut, es ist kein richtiges Fernsehen. Ne? Nein, es ist... Naja, es ist schon Fernsehen. Es ist halt wie der österreichische Fußball. Es ist schon Fußball. Aber man ist dann letztendlich doch angefressen, wenn man zuschaut, gell? Nein, mir gefällt das sehr gut, Majestät. Ja? Ja, ja. Jetzt wissen wir, was er für ein Problem hat, Seifenstein. Wie heißt denn das, was er da macht? Mörtel sucht sein Glück. Ach so, wer ist noch das? Der Mörtel, na, das ist der Baumeister. Das ist das, was alles zusammenhält. Lugner, wir finden ihn sehr sympathisch, aber wenn er noch einmal hergreift, hat er keine Hand mehr, gell? Wir werden die Entmausifizierung der Gesellschaft vorantreiben. Also, sie hat ein Buch geschrieben über die Society. Wie war der Titel, Seifenstein? Majestät, der ist mir entfallen. Um Gottes Willen. Okay, dann darf ich hier doch wohl einmal aushelfen. Ja? Der Titel war damals Fit für die Society. Also auch für ihren Hofstaat. Welcher nicht weiß, wie man sich hier jetzt einer Majestät unterwirft, kann man hier schon sehr wertvolle Tipps auch mit nach Hause nehmen. Schau, was sind denn da Fehler, die man auf keinen Fall machen darf? Naja, zum Beispiel, man darf nie vergessen, eine wertvolle Schneekugel anzukaufen, die unter uns gesagt sauteuer war. Seifenstein, was heißt sauteuer? Seit wann sind 17.500 Euro teuer für eine Schneekugel? Ach so, sie hat ja kein Geld mehr, gell? Jetzt waren wir unhöflich, tut uns leid. Wir hätten an ihrer Frisur erkennen müssen, dass sie kein Geld mehr hat. Schau, wir haben was vorbereitet für Sie. Kleinigkeit, Plunder, Gepäck, Essig, Gurkel, Russen. Das muss jetzt alles essen. Ja, das wird sie alles essen, was wir so gehört haben. Apropos, wir haben gehört, dass bei so einer Geburt furchtbare Schmerzen. Das ist eine Höllenqual, ja, wenn man dem Glauben schenken darf. Unmenschlich. Richtig, deswegen unser Tipp an Sie, kriegen Sie es lieber nicht. Es gibt ja die Möglichkeit des Kaiserschnitts. Ja, aber nicht ohne unser Einverständnis. Ja, aber wer ist nachher jetzt er? Majestät, Alfons Haider ist Kabarettist, Sänger, Moderator, Entertainer, Intendant. Er moderiert die neue ORF-Show über das Musical. So viele Jobs? Ja, Majestät. Kann er denn gar nichts richtig? Ja. Da haben wir was gemeinsam, so wir zwei. So ist es, Majestät.
Sei verstanden, wir können uns schon wieder erinnern, er ist dieser Schauspieler, gell? Ja. Despektierlicher Beruf, aber erträglich, gell? Da haben wir ja einen Film, oder? Freunde, ich habe da einen wichtigen Tipp für euch. Jetzt im Winter tragt ihr bestimmt... Respekt! Für einen Hamlet hat's nicht gereicht, nur für einen Helm. Muss Sie leider korrigieren, Majestät, hab den Hamlet 200 Mal gespielt. Wirklich? Ja, Majestät, aber nicht die Ophelia, sondern den Hamlet. Was wir gehört haben, ist ja für beide Rollen geeignet. Ja. Kann man von der Majestät nicht sagen, ne? Nein. Wie geht's der Frau Gemahlin? Offiziell haben wir ja noch gar kein Weib. Verzeihung. Ja, ja, muss er bedenken. Aber was in petto? Viel, ne? Da haben wir das Hofopernballett, haben wir. Aber reden wir nicht über meine Frauengeschichten, reden wir über seine Frauengeschichten. Da werden wir nicht lange reden, meistens. Vielleicht eine kurze Lockerung? Ja, damit hat er sich schon mehr bewegt als in jedem anderen Spiel, ja? Ja, aber Kaiser, dafür habe ich jeden Torwart nur von hinten gekannt. Wenn er meine Bälle aus dem Netz geholt hat. Wir haben gerade an was ganz was anderes gedacht. Ach so. Kein Wunder, dass seine Ehe gescheitert ist, nicht? Wie viele Tore haben Sie geschossen? Die meisten in der Geschichte. Wovon? Von Österreich, Kaiser. Woher? Na, schauen Sie, Polster. Er ist zwar nur ein Fußballer, aber die Anrede ist Majestät, nicht? Majestät, okay. Entschuldigung, das wusste ich nicht. Hat mir der Seifelstein nicht gesagt. Das ist ja nicht der Herzog, dass er uns so nennen darf, ne? Seine Anstellungen bislang. Wo war er denn? In Diensten. Fußballmäßig jetzt, Ihre Majestät. Eure Majestät. Ja. Vielleicht hilft ihm das, wenn er sich vorstellt, dass wir zwei sind. Da brauche ich einen doppelten Doktortitel, dass ich mir das merke. Jo. Bevor er einen doppelten Doktortitel hat, passiert was? Ist das Kaiserreich zu Ende? Genau, sein Skirennläufer, nicht? Richtig. Wie oft war er denn Olympiasieger? Majestät, tut mir leid, habe ich nicht geschafft. Und Weltmeister? Naja, das war ja gleich oft wie Olympiasieger. Mitarbeiter des Monats? Naja, tut mir leid, ich war Preiswedler, ich hab noch nie gearbeitet in meinem Leben. Seifenstein, wen setzen Sie uns da her? Majestät, Herr Knaus holte Silber im Super-G 1998 in Nagano, Bronze 1999 in Vail und... Bitte, ein Hundertstel. Ein Hundertstel Rückstand. Na ja, offensichtlich ist er zu langsam gefahren, ne? Dann werden wir ihn jetzt zum Ritter schlagen. In seiner unendlichen Gnade vergab Majestät Privilegien an gefeierte Helden. Er muss sich schon niederknien, sonst ist es irrelevant, nicht? Haben wir denn schon Namensvorschläge, Seifenstein? Da Majestät der Ansicht waren, dass der Name Krankl etwas zu kränklich klingt, wie wär's mit Johann Graf von Hütteldorf oder Johann Ritter von Cordoba? Dann nehmen wir beides, ne, Seifenstein? Der Seifenstein? Majestät? Jetzt, wo wir sein Haupthaar von oben sehen, verstehen wir aber nicht, wie er zu dem Spitznamen Schneckel gekommen ist. Majestät? Das muss aus einer Zeit stammen, als Herr Krankl sein Haar noch offen trug. Unter uns, Krankl, soll aufhören, sich die Haare so hell zu färben, es macht ihn ja noch älter. Also.
B, Bu und Graf bist du. Er kriegt jetzt noch seine Insignien deines neuen Titels. Erhebe sich, Graf Hütteldorf Ritter von Cordoba. Ja. Haben wir extra für ihn ausgesucht, weil wir gewusst haben, er ist ein modebewusster Mensch. Er darf sich setzen. Deinen Namensvorschlag, Seifenstein. Ja, Majestät, wie wäre es mit Franz Himmelsgeher Ritter von Soda? Seltsamer Name das ist. Andererseits, schauen Sie sich den Typen an. Eine Ehrung für seine Verdienste an der Teilnahme der Euro 08. Der ehemalige Trainer des Fußballnationalteams Josef Hickersberger. Und er tröstete die gefallenen Helden. Zu guter Letzt löste unser lieber Kaiser noch den ständig schwelenden Konflikt mit unserer heißgeliebten, doch ach so kaprizierten Schwester. Seifenstein, Majestät, endlich ungarischer Boden unter den Füßen. Majestät fühlt sich ganz an wie zu Hause. Ja? Ja, wie zu Hause. Ah, ein Eingeborener. Er darf uns huldigen, Seifenstein. Befehl, Majestät. Guter Mann, ihm wird die kolossale Ehre zuteil, sich vor dem Kaiser von Österreich und zukünftigen König von Ungarn zu verneigen. Hopp! Tür, Herr Banda! Menere da ja schon, dünnere ging nicht. Pfui, Teufel! Guck der Band an, das ist Indien nicht. Indien, du kannst verlegen. Mit Was hat er gesagt? Bedauere, Majestät, bin des Ungarischen nicht mächtig. Um Gottes Willen. Wie soll man den Ungarn denn dann die Errungenschaften der Monarchie begreiflich machen, Seifenstein? Zum Beispiel elektrischer Strom. Majestät, Ungarn verfügt über 4 Atomkraftwerke. Dann haben sie ja 3 mehr wie mir. Korrekt. Ja, was ist mit medizinischer Versorgung, Zahnärzte zum Beispiel? Majestät, viele Österreicher gehen in Ungarn zum Zahnarzt. Ja, das merkt man, gell? Wisst ihr was, Seifenstein? Wir bauen Ihnen eine U-Bahn. Majestät, die Budapester U-Bahn gilt als die älteste auf dem Kontinent. Ja, aber dann haben wir den Ungarn ja gar nichts zu bieten, Seifenstein. Ich denke doch, Majestät. Die Ungarn sind sehr unzufrieden mit ihrer Regierung. Also? Sie halten ihre Politiker überhaupt allesamt für korrupt und gelten als äußerst politikverdrossen. Na, ist dann. Wir werden eine Rede halten, Seifenstein. Aber Majestät, die sprachliche Barriere. Wir werden zu den Ungarn in einer Sprache sprechen, die jeder Mensch versteht, Seifenstein. In der Sprache der Liebe. Wir sagen es ein Dolmetsch, sicherheitshalber. Zu Befehl, Majestät. Guten Abend. Jo, es steht. Geliebte Schwester Ungarn. Szeretett testvérek és fivérek. Richtig. Komm heim in den Schoß der Familie. Komm zurück. Ah, pardon. Bin ich schon eingegangen.
ist eine Entschuldigung. Ja, da sieht man, wie Deutsch und Ungarisch sich ändern. So ist, ne? Das ist selbe Sprachfamilie offensichtlich. Denn was Gott durch die Donau verbunden hat, sollte der Mensch nicht trennen. Amit a jó Isten a Dunával összekötött, nem szabad az embernek szétválasztani. Ja, richtig, das, was er gesagt hat. Magyar, szeretlek, imádlak. Nicht mehr gegenüber, nem gegenüber den Damen. Nein, alle Ungarn. Alle Ungarn. Ja, klar, wir haben ein Herz, wie ein Berg wäre. Ja, aber er ist uns auch sympathisch. Pfeifenstein, tosender Applaus natürlich, das müssen wir dann zusammenschneiden. Pfeifenstein? Sie haben ein bisschen die kulturelle. Wer ist nochmal das? Hallo? Aha. Verstehe. Danke. Wer war das? Majestät, das war der ungarische Premierminister. Und was hat er gesagt? Majestät, er sagte sowas wie Menjel a Franzbar. Was heißt das? Majestät, mein Ungarisch reicht soweit nicht. Vielleicht könnte Professor Lendwein. Das ist sehr schlimm. Wir können Geh das ja in die Hölle. In die Hölle? Ungefähr. Wir haben jetzt den Verdacht, dass das ein bisschen was anderes heißt. Es ist auch finster und auch warm. Stimmt das? Plan A ist leider Gottes in die Hosen gegangen. Zeigen's das, Seifenstein. Zu Befehl, Majestät, wenn ich vielleicht kurz vorausschicken darf. Wir haben unseren Spezialagenten dazu ausersehen, die ungarische Stephanskrone zu rauben, weil nur derjenige, der die Krone auf seinem Haupt trägt, von den Ungarn als König akzeptiert wird. Hofbildstelle, bitte! So, Seifenstein, erklären's dem Lendwein alles, was er machen muss. Majestät, zunächst wird der kaiserliche Kampfhubschrauber angreifen. Dieser Kampfhubschrauber fliegt direkt über die Kuppel des Parlamentes. Professor Lendwey wird abgeseilt, durchschlägt die Kuppel. Ja. Mit dem Brecheisen durchschlägt er nun das Panzerglas, ja. Steckt die Stephanskrone in den Sack und wird hochgezogen und fliegt. Was soll daran unmöglich sein, Seifensteiner? So genial dieser Plan auch war, ist fehlgeschlagen. Wir haben gerade, Herr Seifenstein hat ein paar Minuten vor der Audienz ein Bild aufs Handy gefaxt bekommen. Zu Befehl, Majestät, Hofbildstelle. Wir haben ihn in Ketten geschlagen, die Ungarn. Und jetzt brauchen wir halt Plan B. Seifenstein, unsere Ausrüstung für Plan B. Die Ausrüstung für seine Majestät? Wir greifen die Ungarn von der See an. Und nicht, wie zu erwarten wäre, über den Neusiedlersee. Nein, wir werden sie überraschen, indem wir die Donau wählen. Mörderplan, gibt's nichts. Ein frecher Kerl, dieser See. Die Donau wird sein Grab. Also, Seifenstein, jetzt brauchen wir natürlich das kaiserliche Torpedoschiff. Befehl, Majestät! Vorwärts, Biedermeier! Es war furchtbar teuer. Es hat extra ein Gelenk in der Mitte, damit es manövrierfähiger ist. Nicht? Man kann da Kurven fahren in der Donau. So, das kann man aufmachen. So. Jetzt brauchen wir natürlich eine Galionsfigur. Ja, natürlich. Sie hat eine Galionsfigur. Sie kommt da vorne hin. Ja, so. Nein, nein. So, auf die Seiten. Wir werden sie einweisen. So. Ein bisschen die Talente herzeigen. Ja, richtig.
Sie ist eine Galionsfigur, sie ist ganz vorne. Sie muss den Ungarn Angst machen. Die müssen sich denken, was haben die für Proviant mit. Die wollen uns aushungern. Siege erst der Steiermann. Er kommt nach hinten. Also gut, Seeberg. Erster Bordschütze. Darf ich auch meine Talente herzeigen? Was will er? Ich will auch meine Talente herzeigen, aber wo steht der Bordschütze? Ja, da hinter der. Da. Jetzt brauchen wir die Schusswaffen für ihn. Zu Befehl, Majestät, vorwärts! Stimmt. Vorsichtig! Vorsichtig! Es ist geladen. Ja. Nicht die Klebe da schießen. Ja. Ja, er ist eh der Längste. Er kann den Ruderer machen, ja. Nicht? Na ja, aber einer muss man. Ja, die Gastarbeiter natürlich, nicht? Ja. Drecksarbeit. So. Ein Ruder nach Seifenstein brauchen wir. Biedermeier! Ja. Da kommt das Ruder. Ja. Siegel, sind Sie bereit? Jawohl, euer Majestät. Ja. Also, wir legen los. Wir legen ab, nicht? Zugriff! Aus, halt, stopp! Majestät! Ja. Majestät, habe ich denn gar keinen Platz in Plan B? Sicher, nein. Viel wichtiger als Ihrer. Ja. Sie sind ein Deutscher. Nein, Seifenstein, Sie sind unser trojanisches Pferd. Brillant, Majestät! Majestät, wir greifen von See aus an. Na ja, Sie sind eine trojanische Ente, sind Sie. Vormärz! Ja, Sie sind dafür zuständig, dass die Ungarn abgelenkt werden. Ja? Verstehe, Majestät! Ja? Also, Sie schwimmen vor, ja? Tauchen selbstverständlich. Ja? War mit einem Ablenkungsmanöver. Sie ziehen dann die Aufmerksamkeit auf sich. Hoffentlich gelingt mir das, Majestät. Ja, hoffentlich. Also schwimmen ab ins Wasser. Befehl, Majestät. So. Also, so, Sie lenken jetzt die Ungarn ab, Seifenstein. Wo ist unser Ziel? Ja, Parlament in Budapest. Ja, wir fahren noch ein Stück. Geht schon. Majestät. Ja. So, Seifenstein, Ablenkungsmanöver. Du bist nicht richtig. Adieu, Majestät.